In den höchsten Höhen suchten unsere Vorfahren den Kontakt zu ihren Göttern. Aber auch in den Tiefen von Flüssen und Mooren brachten sie ihnen Opfer dar. Die alten heiligen Plätze liegen direkt vor unserer Haustür. Man muss sie nur zu finden wissen. Höhlen sind sicherlich Portale in andere Welten, in die Welt des Jenseits, in die Welt der Götter, in die Welt der Ahnen. Denen man hier Opfer darbrachte. Selbst das Größte. Es gibt inzwischen ja auch Hinweise auf rituellen Kannibalismus, wie wir das auch aus der Völkerkunde kennen. Der Schleswiger Archäologe Timo Ibsen macht sich auf, die Spuren alter, vorchristlicher Kultplätze zu entdecken. Eine Reise durch unsere Vergangenheit, zu magischen Naturheiligtümern und Opferstätten, die durch wissenschaftliche Ausgrabungen belegt sind. Und die sich manchmal schon durch ihren Namen verraten. Helgoland oder, wie die Insel früher hieß, Heiligland. Bis ins 7. Jahrhundert verehrten die Germanen hier eine magische Quelle. Aber woran erkannten unsere Ahnen diese besonderen Orte? Laboranalysen sollen helfen, uralte Geheimnisse zu entschlüsseln. Süderbrarup in Schleswig-Holstein. Alljährlich findet hier Ende Juli der sogenannte Hochzeitsmarkt statt. Ein Markt mit langer Tradition. Wie lange, das lassen merkwürdige Besucher erahnen. Das Städtchen ganz im Norden Deutschlands liegt an einem uralten heiligen Platz, geweiht dem germanischen Gott Thor. Seit über 400 Jahren findet hier in Süderbrarup der Hochzeitsmarkt statt. Seine Wurzeln aber könnten bedeutend älter sein. Wir haben hier mit dem Thorsberger Moor einen herausragenden Opferplatz, der seit über 2000 Jahren für Opferungen genutzt wird. Und es gibt noch einen weiteren, vielleicht heiligen Platz. Das ist eine heilige Quelle, die von 30 Quellen in der ganzen Umgebung als einzige für ihr heilendes Wasser verehrt wurde. Quellen und Moore galten den Germanen als Zugänge zu den unterirdischen Mächten. So auch das Thorsberger Moor. Ein zentraler Kultort für den germanischen Stamm der Angeln, der in der Umgebung siedelte. Bis ins 5. Jahrhundert nach Christus brachten die Angeln ihren Göttern hier unzählige reiche Opfer dar. Damals existierte der See noch nicht. Er entstand erst durch den Torfabbau im 19. Jahrhundert. Dabei wurde auch der Opferplatz entdeckt. Heute liegt dieser an einer kleinen Insel, zu der die Archäologin Ruth Blankenfeld ihren Kollegen führt. Es muss das damals eine krasse Insel? Hier durch, ja? Es muss das eine krasse Grabung gewesen sein. Ja, und das schlammig. Vor 150 Jahren. Das Kesselmoor gehörte einst zum freien Germanien. Und dennoch gab es Kontakt zur Weltmacht Rom, wie der Fund einer Maske aus vergoldetem Silber beweist. Auf ihr sind Schlagspuren zu erkennen. Doch die stammen wohl nicht von einem Kampf. Weihegaben wurden oft von der Kultgemeinde im Opferritual zerstört. Der Gedanke dahinter, was den Göttern geweiht, soll der Mensch nicht mehr benutzen. Jahrhundertelang siedelten die Angeln am Rand des Moores und ebenso lang opferten sie den Göttern ihren kostbarsten Besitz. Wegen der Unzugänglichkeit des Ortes konnte bisher vermutlich nur ein Teil der Opfergaben geborgen werden.
Ohne Trockenlegung ist eine umfangreiche Grabung nicht möglich. Dieses Braune ist der schwimmende Rasen. Das hier, genau, das ist die komplette. Doch so viel steht bereits fest. Die meisten Stücke stammen nicht aus dieser Gegend. Die Sachen, die hier versenkt wurden, waren nicht die Sachen von den Leuten, die hier gewohnt haben, sondern ist wirklich ortsfremd. Okay. Wahrscheinlich brachten die Angeln Kriegsbeute als Opfer dar. Und das Thorsberger Moor ist kein Einzelfall. Als Übergang zwischen den Welten spielten Opfermoore überall in der germanischen Kultur eine wichtige Rolle. Auch wenn wir nur ahnen können, wie die Rituale und Prozessionen zu den Opferplätzen abliefen. Mit ihren Gaben bedankten sich die prähistorischen Menschen bei ihren Göttern, die an einigen Orten sogar Gestalt annahmen. Wie im Braker Moor bei Eutin. Im Moor stand das fast 3 Meter hohe Götterpaar in unmittelbarer Nähe des Opferplatzes. Fruchtbarkeitsgottheiten. Wurden ihnen auch Menschen geopfert? Bisher wurden in Europa fast 1000 Moorleichen gefunden, perfekt erhalten im sauerstoffarmen Milieu. Auffallend viele stammen aus germanischer Zeit. Und diese Körper weisen manchmal sogenannte Mehrfachtötungen auf, die unweigerlich an Opferrituale erinnern. Die Germanen, so scheint es, haben ihren Göttern tatsächlich Menschen geopfert. Ganz in der Nähe vom Thorsberger Moor liegt ein weiterer heiliger Ort. Die Quelle, die heute nur noch sporadisch fließt, war bereits vor 2000 Jahren ein beliebtes Pilgerziel. Von Dutzenden Quellen in der Umgebung wurde nur sie als heilig verehrt. Tatsächlich ist sie die einzige, die radiumhaltig ist, was in gewisser Dosis heilend wirkt, wie auch ein Gutachten aus der NS-Zeit dokumentiert. Doch woher sollten das die Menschen vor 2000 Jahren wissen? Wie fanden sie ihre heilenden, heiligen Stätten? Die germanischen Kultplätze üben ihre Magie bis heute aus. Wie dieser Steinkreis irgendwo an der Ostsee zeigt, der in den 1960er Jahren archäologisch untersucht wurde. Die frischen Gaben, Muscheln und Schmucksteine deuten auf Frauen als Opfernde hin. Welche Gottheit sie anrufen und was sie erbitten, bleibt ihr Geheimnis. Doch längst nicht alle Opferplätze sind so einfach zu erkennen. Meist stoßen die Wissenschaftler nur durch Zufall auf die alten, naturheiligen Orte. Timo Ibsen hat durch den Landesarchäologen Mecklenburg-Vorpommerns von einer neuen Entdeckung ganz im Osten Deutschlands gehört. Sein Weg führt ihn nach Pasewalk an der Ücker. An dem rund 100 Kilometer langen Flüsschen, das durch Mecklenburg-Vorpommern zum Meer fließt, siedelten seit dem 7. Jahrhundert Slawen. Sie gaben der Ücker auch ihren Namen, der so viel wie die Schlängelnde bedeutet. Der neu entdeckte Opferplatz stammt jedoch aus sehr viel älterer Zeit. Wie im Thorsberger Moor hat man auch an der Ücker die Opfergaben versenkt. Erste Hinweise darauf fanden ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger, die das Gebiet sondierten. Durch den Einsatz moderner Unterwasserarchäologie sind bereits beeindruckende Funde gelungen.
Sie deuten darauf hin, dass hier über 1500 Jahre in zum Teil großen Abständen immer wieder geopfert wurde. Seit der Bronzezeit brachten unterschiedlichste Kulturen ihre Gaben dar, ohne voneinander zu wissen. Selbst römische Waffen wurden in der Ökka gefunden, obwohl die Römer nie auch nur in der Nähe waren. Für Landesarchäologen Detlef Janssen besteht kein Zweifel, dass die Waffen ganz bewusst rituell zerstört worden sind. Untersuchungen im Labor sollen weiteren Aufschluss geben. Im Röntgenbild werden auf der Klinge mehrere Einlagen sichtbar. Allein die Tatsache, dass eine römische Waffe so weit im Nordosten gefunden wurde, ist beachtlich. Doch die Qualität erstaunt selbst die Wissenschaftler. Offenbar sind beide Seiten mit Darstellungen verziert. Und noch eine Überraschung. Die Klinge ist aus Damaszenerstahl, also aus verschiedenen Eisensorten geschmiedet, in der Härtung japanischen Samurai-Schwertern vergleichbar. Die Einlagen zeigen einen römischen Offizier mit Helmbusch sowie eine Legionsstandarte. Warum wanderte so ein Prachtstück in die Ökka? Flüsse haben in der Vor- und Frühgeschichte schon immer eine herausragende Rolle gespielt. Sie waren Lebensadern, sie waren Verkehrsachsen und Kommunikationswege, auf denen Menschen reisten, auf denen Waren und Ideen transportiert wurden. Aber sie bildeten auch natürliche Trennlinien zwischen den Gesellschaften und ihren Siedlungsräumen. Und offenbar waren sie die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Götter. Denn sehr oft finden wir in den Flüssen, im archäologischen Befund, Hinweise auf Opferungen und kultische Handlungen. Auch das römische Schwert war solch ein Opfer an die höheren Mächte. Quadratmeter für Quadratmeter wird abgetragen. Noch wissen die Archäologen nicht, wo genau der Opferplatz lag. Und bei einer Kultgeschichte von 1500 Jahren sind noch sehr viel mehr Funde zu erwarten. Die Gaben sollten die Götter günstig stimmen. Je größer die Bitte oder der Dank, desto wertvoller das Geschenk. Ein Opfer muss immer auch für den Opfernden einen besonderen Wert haben. Und das kann zum Beispiel so ein Schwert sein, das kann auch ein Schwert sein, das man zum Beispiel als Kriegsbeute gewonnen hat. Dann ist es wahrscheinlich noch wertvoller. In jedem Fall kommt es darauf an, dass das Opfer auch für den Opfernden tatsächlich ein, ja, im wahrsten Sinn des Wortes, Opfer darstellt. Warum die Menschen immer wieder genau hier opferten, ist nach wie vor ein Rätsel. Zukünftige Grabungen werden es vielleicht lösen. Auf seiner Suche nach uralten Kultplätzen wendet sich Timo Ibsen nach Süden und stößt auf die Frage, ob unsere Ahnen Kannibalen waren. Sein Ziel sind die Höhlen im Kyffhäusergebirge am südöstlichen Rand des Harz. Hier wurden Mitte des vergangenen Jahrhunderts aufsehenerregende Funde gemacht. Wie ein weithin sichtbarer Leuchtturm erhebt sich das berühmte Denkmal aus dem 19. Jahrhundert über der thüringischen Ebene. Es zeigt Kaiser Wilhelm I. hoch zu Ross und Kaiser Friedrich, genannt Barbarossa. Unzählige Sagen ranken sich um den angeblich im Berg schlummernden Herrscher. Doch keine hatte die Forscher auf das vorbereitet, was sie fanden. Der ganze Berg ist durchzogen von sehr, sehr vielen Höhlen, in denen die Archäologen schon so manches dunkle Geheimnis gelüftet haben. Und es sind natürlich auch weitere Entdeckungen zu erwarten. Mehr als 20 Höhlen sind bereits bekannt. Das scheinbar dunkelste Geheimnis hütet der Kosakenberg, in dem ein Ausgräber vor über 60 Jahren ein, wie er es formulierte, uraltes Kannibalennest fand. Dietrich Walter vom Landesdenkmalamt Weimar beschäftigt sich mit der Aufarbeitung der damaligen Grabung.
Er führt Ibsen zum Kannibalennest. Funde am Fuß der 15 Meter tiefen und zum Teil nur 1 Meter breiten Schachthöhle deuten darauf hin, dass hier Menschen geopfert worden sind. Deshalb spricht man auch von einem Opferspalt. Es gibt aus diesen Höhlen etwa 15.000 Skelettteile von insgesamt 100 Menschen, die im Laufe von etwa 1000 Jahren hier in diese Höhlen verbracht worden sind. Die meisten dieser Skelettteile sind zerschlagen, aber ein ziemlich hoher Prozentsatz dieser Knochen, dieser Skelettteile, weist auch Manipulationsspuren auf. Manipulationsspuren, das heißt handfeste Veränderungen, wie das Aufschneiden oder Brechen von Markknochen. Schnittspuren. Oder Verkohlungen. Um Tierverbiss auszuschließen, werden die mutmaßlichen Schnitte im Spezialmikroskop untersucht. Zum Vergleich wurden moderne Knochen mit stein- und bronzezeitlichen Messern angeschnitten. Das Resultat? Auch die alten Schnittspuren stammen von Menschenhand und nicht etwa von tierischen Krallen oder Zähnen. Und sie sind dem Körper erst nach dem Tod zugefügt worden. Es spricht also einiges dafür, dass in diesen Höhlen ritueller Kannibalismus stattfand. Dass die Kultgemeinde das geröstete Fleisch der Geopferten aß, nicht zur Ernährung, sondern zu Ehren der Ahnen, deren Kraft die Opfernden in sich aufnehmen wollten. Und zu Ehren ihrer Götter, denen man sich hier am Eingang zur Unterwelt ganz nahe fühlte. Nur eine gute Fahrstunde entfernt liegt Osterode und der Berg Lichtenstein. Auch hier wurden in einer Höhle unzählige Menschenknochen entdeckt. Allerdings waren an ihnen keine Manipulationen wie im Kyffhäuser zu erkennen. Im 19. Jahrhundert gab es eine ganz spannende Diskussion, als einige Menschenknochen mit Nagelspuren auftauchten, ob es Kannibalen in Deutschland gäbe. Und inzwischen können wir sagen, die meisten Verdachtsfunde haben sich als Tierknochenverbiss dargestellt. Aber es gibt inzwischen ja auch Hinweise auf rituellen Kannibalismus, wie wir das auch aus der Völkerkunde kennen. In der Lichtensteinhöhle deuteten vor allem die Fundumstände auf Menschenopfer. Die Knochen wurden in einem der unzugänglichsten Bereiche hinter einer extremen Engstelle entdeckt. Da es unmöglich schien, dass Tote dort durchgeschafft werden konnten, lag die Vermutung einer rituellen Tötung vor Ort nahe. Doch dann stießen die Archäologen bei Vermessungen auf eine verfüllte Felsspalte. Leichname konnten also von oben in die Höhle herabgelassen werden. Eigentliche Zugangsschacht, das kann man genau jetzt hier sehen, das ist die Filikluft. Ja. Da geht der kleine Stollen rein, da sieht man ihn noch. Dieser lange Tunnel, durch den man sich kämpfen muss, der müsste rechts ansetzen, oder? Der würde hier ansetzen. Damit ließen sich alle Funde durch Grab legen und die damit verbundenen Feierlichkeiten erklären. Auf den Knien. Es sind Rituale, kultische Handlungen, so wie es auch heute man die Handlungen, die wir in Kirchen vollziehen, auch als kultische und rituelle Handlungen bezeichnen kann. Genau das hat damals auch, mit anderen Vorzeichen natürlich, stattgefunden. Und die Knochen verraten den Wissenschaftlern noch weitere Geheimnisse. Dank des gleichbleibend kühlen Klimas in der Höhle hat sich die DNA der Verstorbenen erstaunlich gut erhalten. Es ist der größte bronzezeitliche DNA-Pool weltweit. Das erste spektakuläre Ergebnis der Analyse: Viele der Verstorbenen waren miteinander verwandt. Den Wissenschaftlern gelang es, eine bronzezeitliche Großfamilie über 5 Generationen nachzuweisen.
Der Kultplatz war offensichtlich eine Art Familiengruft. Ein Vergleich mit moderner DNA zeigte zudem, dass zwei Männer, die heute in Sichtweite der Höhle leben, Träger des sehr seltenen Erbguts sind. Das ist, der Schädel ihres ältesten Vorfahren. Dieser Mann ist etwa 60. Familienzusammenführung nach 3000 Jahren. Ein seltenes Highlight für Archäologen. Timo Ibsen folgt der Spur der Götter weiter in Richtung Süden. Die mythischen Kultplätze sind immer von den Landschaften geprägt, in denen sie liegen. Während es die Menschen im Norden in die schwer zugänglichen Moore zog, suchten sie im Süden den Kontakt zu ihren Göttern oft an auffälligen Felsformationen. So auch im bayerischen Altmühltal. Unter der Nebeldecke versteckt sich eines der ältesten Siedlungsgebiete Deutschlands. Schon Eiszeitjäger suchten in den Höhlen und Überhängen der hoch aufragenden Felsen Schutz. Wo die einst archaische Landschaft durch die Regulierung des Rhein-Main-Donau-Kanals viel von ihrer Wildheit eingebüßt hat, lag früher die Grenze zwischen zwei Siedlungsräumen. Die Schellnecker Wend lagen genau an dieser magischen Grenze. Am Fuß der Felsen haben Archäologen unzählige Scherben von Opfergefäßen gefunden, die offensichtlich mit Gaben gefüllt vorsätzlich zerbrochen wurden. Auch hier galt wohl der Grundsatz, was den Göttern geweiht ist, soll der Mensch nicht mehr nutzen. Zusammen mit Sabine Meyer vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und Bernd Sorkan vom Archäologischen Museum der Stadt Kelheim will sich Timo Ibsen den archäologischen Befund genauer ansehen. Auch wenn im Umkreis vor 3000 Jahren gesiedelt wurde, kann es sich bei den Scherben kaum um die Reste von Haushaltsgeschirr handeln. Hier noch mal gelegentlich noch was auf. Auf einer Fläche von nur 35 Quadratmetern lagen Tausende von Scherben bis zu 60 cm tief in der Erde. Und selbst nach mehreren Grabungskampagnen wird man auch heute noch fündig. Mit Hilfe von Sportkletterern wollen die Forscher herausfinden, wie sich der fast senkrecht abfallende Fels allein mit Muskelkraft bezwingen lässt. Denn sie vermuten, dass die Gefäße vom Berg herabgeschleudert wurden. Der Mann in der Wand ist zwar gesichert, doch das Seil soll beim gesamten Aufstieg locker hängen. Tatsächlich sind in Deutschland mehrere solcher Opferplätze an hochragenden Felstürmen bekannt. Mit 60 Metern zählen die Schellnecker Wend zu den höchsten. Geil, ey! Sauber! Ganz klar ist die schwere Zugänglichkeit eines der Charakteristika von diesen naturheiligen Städten, von diesen Felsturmen, Opferplätzen oder auch Höhlen. Das gleiche Prinzip sehen wir später bei römischen Tempeln, bei ägyptischen Tempeln. Oder auch bei der christlichen Kirche. Da gibt es auch einen ganz bestimmten Raum, der nur den Priestern zugänglich ist. Also das Allerheiligste ist immer nur einer ausgewählten Personenschar zugänglich. Anders als in Tempeln oder Kirchen war der Zutritt hier jedoch auf ganz natürliche Weise beschränkt. Ein Experiment soll klären, ob die Schalen tatsächlich von oben herabgeschleudert und nicht etwa am Fuß der Wand zerschlagen worden sind. Da das Plateau, auf dem der Priester vermutlich stand, leicht zurückgesetzt liegt, zerschellen die Gefäße während des Fluges an Felsvorsprüngen. Das führt zur Streuung der Einzelscherben. In
nächste ist sowas. Beim Einmessen der Versuchsscherben zeigt sich tatsächlich eine Übereinstimmung der Lage mit den bei der Grabung sichergestellten bronzezeitlichen Funden. Okay. Einmal Terrakotta, die nächste. Gut. Der Priester muss die Gaben von oben heruntergeschleudert haben. Alle Funde stammen bisher aus dem gleichen Kulturkreis. Die Schellnecker Wend bildeten offenbar tatsächlich eine Art magische Grenze. Denn die jenseits davon siedelnden Menschen gehörten einer anderen Gruppe an. Es spricht einiges dafür, dass man die Götter mit den Opfergaben um Schutz gegen die fremden und vielleicht auch feindlichen Nachbarn bat. Opfer, um Schutz zu erbitten und die Götter gnädig zu stimmen, das gab es auch noch Jahrhunderte später. Auch wenn die Gaben womöglich um einiges grausamer waren. Ibsens Weg führt an die Donau. Als die Kelten vor 2500 Jahren Mitteleuropa besiedelten, bildeten Flüsse die wichtigsten Verkehrswege. Die Donau war so etwas wie die Autobahn dieses rätselhaften Volkes. An ihrem Ufer liegt eine der bekanntesten und reichsten keltischen Siedlungen, die Heuneburg. Der Zeppelin erlaubt ein Gleiten in niedriger Höhe und eignet sich damit besonders für die Aufnahme archäologischer Stätten aus der Luft. Von hier lässt sich die herausragende Lage der teilweise rekonstruierten Höhensiedlung erkennen, die um 600 vor Christus Sitz eines frühkeltischen Fürsten war. Der steil abfallende Sporn direkt über der Donau war ideal, um die Wasserstraße zu überwachen. Die Kelten verehrten Naturgötter mit ganz eigenen Riten, über die sie nichts Schriftliches hinterlassen haben. Berichte gibt es vor allem von Griechen und Römern, ihren Feinden. Gezielte Desinformation? Sie überliefern grausame Opferpraktiken, bis hin zum rituellen Mord. So berichtet der griechische Geograph Strabon von einer überdimensionalen Figur, in deren Innerem Feinde bei lebendigem Leib verbrannt worden seien. Tatsächlich hat man im nordfranzösischen Ribemont-sur-Ancre die Überreste von Gestellen mit Hunderten getöteter Krieger gefunden. Aber gab es solch blutige Rituale auch hier an der Heuneburg? Die aktuelle Grabung liegt am Fuß der Keltenfestung. Hier haben die Archäologen bei geophysikalischen Messungen ein sonderbares, U-förmiges Areal entdeckt. Als sie dort graben, stoßen sie schnell auf eine große Anzahl weit verstreut liegender menschlicher Knochen. Der Befund gibt Rätsel auf. Wegen der begrenzten Lage kann es sich kaum um ein Schlachtfeld handeln. Und keltische Bestattungen aus dieser Zeit sehen auch anders aus. Akribisch wird der Aushub durch feine Siebe geschwemmt. So gehen selbst Kleinteile nicht verloren, die man beim Graben leicht übersieht. Gefunden wurden Pfeilspitzen und einfacher Schmuck. Die Menschen, deren Knochen hier liegen, waren nicht reich. Es waren wohl keine Bewohner des mächtigen Fürstensitzes, die durch internationalen Handel über immense Reichtümer verfügten. Deren Gräber wurden in Grabhügeln der Umgebung entdeckt. Als sicher ist aber anzunehmen, dass man in einer der damals größten Siedlungen Europas nicht auf den Schutz der Götter verzichten wollte. Und die mussten auch bei den Kelten gnädig gestimmt werden.
Könnten die gefundenen Knochen ein Hinweis auf Menschenopfer sein? Noch stehen die Ausgräber ganz am Anfang. Der baden-württembergische Landesarchäologe Dirk Krause nimmt an, dass der Platz auf den nahegelegenen Berg Bussen ausgerichtet war, auf dem ein keltisches Heiligtum vermutet wird. Beziehung hierhin, und da passt eigentlich auch dieser Grundriss, diese Struktur. Die exponierte Lage der Stätte könnte ein Hinweis darauf sein, dass es sich um den Kultplatz der Heuneburg handeln könnte. Und auch die Steine deuten in diese Richtung. Für was Besonderes dieses Platzes spricht eben auch die Steinarchitektur. Also in dieser Schicht, wo die Knochen liegen, das ist ein sehr großer Bereich, da kommen eben unwahrscheinlich qualitätvolle Steinquader zum Vorschein. In der Güte kennen wir die von der Heuneburg nicht. Wir sind ja sowieso hier am Anfang überhaupt der Steinarchitektur, nördlich der Alpen. Wir haben hier die ältesten Zeugnisse für wirklich gesetzte Mauern an der Heuneburg. Steine dieser Qualität haben wir bisher nirgendwo in den letzten Jahrzehnten hier auf der Heuneburg gefunden. Das spricht dafür, dass da ein besonderes Gebäude stand. Und dürfte kaum zufällig sein, dass die Knochen dann direkt in Nachbarschaft zu diesen Steinen liegen. Es wäre der erste Nachweis für keltische Menschenopfer in Deutschland und ein Beleg dafür, dass die Berichte der antiken Chronisten nicht nur feindliche Propaganda waren. Noch ist nichts bewiesen. Doch es könnte durchaus sein, dass auf diesem Sporn weithin sichtbar die Opferfeuer der Kelten brannten. Aber was geschah mit den einheimischen Kulten, als die Römer das Land eroberten? Wo sich heute Nutzwälder erstrecken, lagen einst die heiligen Haine der Kelten. Ihre Verehrung dauerte auch unter römischer Herrschaft als gallo-römischer Mischkult an. Erst die Christen verdammten die heidnischen Heiligtümer. So mancher 5000 Jahre alte Menhir wurde der neuen Religion angepasst. Doch die einheimische Bevölkerung ließ sich nicht davon abhalten, weiter zu den heiligen Plätzen ihrer Vorfahren zu pilgern. Deshalb befahl Papst Gregor um 600, überall im Land die heidnischen Kultstätten zu zerstören und christliche Bauten darüber zu errichten. Dass dies nicht immer funktioniert, zeigen Ausgrabungen eines gallo-römischen Heilbades im heutigen Grand. Wir befinden uns hier auf einer Hochebene, die überhaupt kein Oberflächenwasser zur Verfügung hat. Kein Bach, kein Fluss, der eigentlich für so eine Siedlung nötig ist. Aber es gibt genau im Herzen der Stadt, im Zentrum, eine Quelle, die aus dem Boden drückt. Und genau diese Quelle hat man in keltischer Zeit offensichtlich verehrt und später in römischer Zeit einen Tempelbezirk sogar darum errichtet und eine Stadt drumherum mit einem Amphitheater, das 17.000 Leute fasst. Also ein riesiger Komplex. Wir können uns nicht recht erklären, warum. Und diese Stadt bietet für uns Archäologen sehr, sehr viele Rätsel noch. Grand, das seinen Namen dem keltischen Heilgott Granus verdankt, sieht man seine ruhmreiche Vergangenheit nicht an. Doch gleich zwei römische Herrscher suchten genau hier Heilung ihrer Gebrechen. Kaiser Konstantin beschrieb das Heiligtum gar als das Schönste der ganzen Welt. Bereits seit einem halben Jahrhundert wird in Grand archäologisch geforscht. Thierry de Chilleprêtre, der derzeitige Leiter, führt Ibsen über die Grabung. Andesina, wie der Ort von den Römern genannt wurde, war eine reiche Stadt. Die Häuser am Markt zeigen aufwendigen Verputz. Sie dienten vielleicht als Magazine mit Verkaufsläden für die Pilger. Am auffälligsten aber ist die allgegenwärtige Wasserversorgung. Die
Die Rekonstruktion zeigt, dass eine fast 2000 Meter lange Wehrmauer den inneren Bezirk umschloss, in dem auch der Tempel für den gallo-römischen Gott Apollo Granus stand. Unmittelbar davor lag die heilige Quelle. Gespeist wurde sie vor allem aus Regenwasser, das sich unterirdisch sammelte und genau an dieser Stelle an die Oberfläche drückte. Je nach Niederschlag sank oder stieg der Wasserstand. Während die Kelten dieses Phänomen offensichtlich als ein magisches Mysterium und Gabe der Götter verstanden, wollten die Römer sich nicht auf deren Geschenke verlassen. So zumindest lässt ein Blick in die Unterwelt von Grand vermuten. Unter der Stadt erstreckt sich ein 15 Kilometer langes Tunnelsystem aus römischer Zeit. Es diente dazu, die Wasserversorgung des Heiligen Teichs zu regulieren. Die Karstquelle durfte wohl auf keinen Fall versiegen. Das Labyrinth von begehbaren Galerien war wahrscheinlich Grundlage eines hochkomplexen hydraulischen Systems. Die Kalkablagerungen beweisen, dass hier ständig Wasser gesickert sein muss. Und immer wieder Brunnenschächte. Über 300 gab es im Stadtgebiet. Einige liefern bis heute Wasser. Eine Probe soll klären, ob es tatsächlich heilende Wirkung hat. Wer das heutige Grand besucht, kann sich kaum vorstellen, dass das römische Heilbad einst Zigtausende anzog. Doch das Amphitheater liefert den Beweis. Mit 150 Metern Länge und 17.000 Sitzplätzen war es eines der größten in ganz Gallien. Es liegt am äußeren Rand eines 70 Hektar großen heiligen Bezirks, den die Römer rund um den heiligen Teich anlegten. Von den Rängen blickte man auf die schon von den Kelten verehrte Quelle und den Tempel des Gottes Apollo Granus. Der Säulengang, der den inneren Bezirk umschließt, diente für den sogenannten Tempelschlaf. In ihren Träumen hofften die Kranken, göttliche Hinweise für ihre Heilung zu erlangen. Auf der Tabula Peutingeriana, die eine römische Straßenkarte zeigt, ist Andesina als eines der größten Heilbäder des Reiches zu erkennen, inklusive des heiligen Teiches. Mit dem Einzug des Christentums wurde auch der heidnische Tempel in Grand zerstört und das alte Naturheiligtum mit einem christlichen Bau überdeckt. Doch die Kirche droht einzustürzen. Thierry de Chilleprêtre kennt den Grund. Die frühen Christen haben den Quellteich einfach mit dem Schutt des zerstörten Tempels zugeschüttet und direkt darauf ihr christliches Heiligtum erbaut. Jetzt drückt das unterirdische Wasser gegen die Fundamente. Die Rache der alten Götter. Wasser spielte bei den Kulten unserer Ahnen eine wichtige Rolle. Sei es als Opferplatz der Germanen oder quer durch alle Kulturen als heilendes Elixier. So auch im Pfälzerwald bei Kinsbach, wo verborgen im Wald ein Quellheiligtum liegt. Dessen Name spricht Bände. Der Gutenborn am Heidenfelsen. Auch zum Gutenborn pilgerten die Menschen bereits vor Jahrtausenden. Davon zeugen vor allem Reliefs, die in gallo-römischer Zeit in den Fels oberhalb der Quelle geschlagen wurden.
Doch auch der Gutenborn ist nur eine von vielen Quellen in dem wasserreichen Gebiet. Warum wurde ausgerechnet er als Quellheiligtum verehrt? Fakt ist, dass selbst Nonnen eines nahegelegenen Waisenhauses das Wasser noch im Zweiten Weltkrieg zur Behandlung von Bindehautentzündungen verwendeten. Ab wann in diesem Naturheiligtum die Götter verehrt wurden, lässt sich nicht sagen. Aber da die Römer gern die einheimischen Kulte übernahmen, kann man von einem bereits von den Kelten verehrten heiligen Platz ausgehen. Trotz der abgeschiedenen Lage herrschte hier zumindest in römischer Zeit reger Pilgerbetrieb. Diese Relieffiguren aus dem 2. bis 4. Jahrhundert zeigen ja an, dass der Ort verehrt wurde. In keltischer Zeit vielleicht schon, aber dann natürlich in gallo-römischer Zeit. Und ganz interessant ist, dass man nur 300 Meter den Hangfuß hinunter eine Töpferei ausgegraben hat, aus eben dieser Zeit. Und dort fand man sehr viele Fragmente von so kleinen Henkeltöpfchen. Wahrscheinlich zum Abfüllen dieses heiligen, weil heilenden Wassers. Und man hat diesen Kult dann regelrecht vermarktet. Was aber macht dieses Wasser zum heilenden Elixier? Auch hier soll eine Probe Aufschluss geben. Im Labor werden die Wasser aus Grand und Kinsbach analysiert. Das Ergebnis für Kinsbach: Der Gutenborn enthält das chemische Element Bor. In gelöster Form wirkt es desinfizierend. Tatsächlich hat man Borwasser lange Zeit zur Linderung von Augenentzündungen benutzt. Das Ergebnis für Grand: Sehr sauberes Trinkwasser mit leicht erhöhtem Kaliumgehalt. Eine Heilkraft ist bisher nicht feststellbar. Doch das muss nicht heißen, dass es sie tatsächlich nicht gibt. Denn unsere Ahnen haben ihre Kultplätze mit Bedacht gewählt. Und selbst wenn sich vieles bereits erklären lässt, bleibt doch noch so manches Geheimnis.